Willkommen zurück zu Let's Play Spyro 2. Here's the Dragon und es ist ein Replay. Mein Gott. Ja, beim letzten Mal zwei Edelsteine, ne? Ihr erinnert euch vielleicht, das war nicht cool. Aber jetzt werden wir einen weiteren Charakter introducen hier und zwar den Bird, denn dann können wir auch die erste Welt komplettieren. Deswegen rein da. Birds Stützpunkt war ein ganz cooles Level, allerdings kann da auch richtig was schief gehen. Man übersieht bei Edelsteine und hängt hier Ewigkeiten. Das ist dem Dennis damals im Original-Let's Play passiert, glaube ich. Mir glaube ich auch. Ich muss die Kolibris trainieren. Sie müssen körperlich in bester Verfassung sein, wenn wir die Zauberin herausfordern. Jo, machen wir. Und deswegen, ja. Sir, so ist die Lage. Gestern um 18:45 Stunden sind die Rhinoxe eingefallen. Wir haben uns so gut verteidigt, wie wir konnten, Sir. Aber ohne ihre Führung konnten wir keinen effektiven Widerstand leisten. Um 1900 Stunden wurde der Rest unserer Truppe gefangen genommen und die Rhinoxe haben vollständige Kontrolle über die Basis erlangt. Vergesst, was ich in den ersten 2 Minuten gesagt habe. Es ist doch ein anderes Level. Und die Musik wird uns jetzt terrorisieren. Sehr schön. Ja, gut. Ich dachte, das wäre ein anderes Level. Das kommt dann wohl erst später. Das heißt, das Level ist noch ganz angenehm. Ich muss aber beim... Oh mein Gott. Nicht Sound. Ich muss bei Bird dann doch wieder die Aktivkamera verwenden. Und bei Spyro hat es mich gerade auch doch durchaus ein bisschen gestört, also... Überlege ich mir mal, ob ich für Sheila dann wirklich immer die Passivkamera anmache. Aber hier würde ich doch ganz gern die Aktivkamera nutzen. So, wie sieht's hier aus edelsteintechnisch? 500 Edelsteine gibt's hier und 3. Ah ja, okay. Gab's hier einen Stilpunkt? Ich würde mal behaupten, nein. Weiß aber nicht genau. Also aber jetzt auch dann so ein Level, was ich nicht unbedingt feiere. Man kann vor allem ziemlich viel übersehen. So, dich befreien wir. So, sehr schön. Bird kann jetzt also mit X fliegen und mit Kreis schießen. Kann er noch was? Ja, so ein bisschen Ego-Modus wohl irgendwie. Okay. Naja. So, hier oben geht's glaube ich irgendwie raus oder so, ne? Ja. Oh, hallo. Hast du noch was zu sagen, so? Ich empfehle, die Feinde mit ihren Raketen auszuschalten, indem sie die Kreistaste drücken, Sir. Ja, das hätte ich sowieso gemacht. Wirft doch schon aggressiv nach mir, der Sack. Die Vase hätte überlebt! Aber er wirft die ganze Zeit auf mich, der Sack. Die muss ich auch auf... Ja, sprengen, gut. Oh mein Gott, doch, Moment, Moment, da kommt mir gerade irgendwie was in den Sinn. Gab's hier nicht irgendwas sagt mir diese beiden Räume, die sagen mir noch extrem was. Na gut, ich glaube, das hat nichts mit dem Stierpunkt zu tun, aber hier dieses Loch und so, da müssen wir nochmal hin. Ja, doch, hier gibt es auf jeden Fall später noch was. Aber ich glaube nicht, dass das mit dem Stierpunkt zu tun hatte. Da, mal gucken. Oder Könnerpunkt ist mir eigentlich relativ latten, was ich da jetzt sage. Die kann ich noch nicht zerstören, ja genau. Da brauche ich noch spezielle Kräfte. Ja, da brauche ich noch irgendwas anderes, was wir später bekommen. Ja, stimmt, da gab es irgendwie auch so richtig krass komische Bomben oder sowas. Und diese Dinger hier muss ich dann halt damit töten. Also quasi wie bei Crash 4, wo man dann aus dem Ding da so Bomben droppen kann. Ungefähr so war das hier, meine ich auch. Sir, ich habe die Rationen der Feinde erbeutet. Die werden nicht weit marschieren mit leerem Magen. Aha. Lol. Okay. Ja, dann kriegen wir einfach mal ein Ei als Zwischenstopp. Finde ich cool. Die Rhinoxe blockieren den Ausgang der nächsten Höhle mit einer Sicherheitstür. Und ich glaube nicht, dass sie sich den Weg dadurch freisprengen können. Empfehle... Achso, sorry, ja. Ich wusste nicht, dass du noch nicht fertig warst. Ah, noch lang nicht. Oh, okay. Also mit der Quadrattaste Objekte ablegen und mit Dreieck die Sicht verändern, jo. Aufnehmen, einfach nur drauf landen, ne? So, genau. Dann machen wir das doch mal. Zack. Zählt das? Werden wir rausfinden. Was sind das denn für komische Heinis, ey? Guck mal, wer da ist, Patrick, der Handschuh-Heini. Stell dich mal zu ihm, dann mache ich ein Foto mit ihm. Mit dir. Keine Ahnung. Kann ich währenddessen schießen? Ja, kann ich. Das ist praktisch. Los, Bird. Ja, komm, wir machen mal hier so eine Top-Down-View. Das hat ja fast geklappt. So. Moment, da, so.
Ich glaube, der erste hat nicht gezählt. Aber ich kümmere mich erstmal um den Rest hier. Und ich habe schon nur noch einen grünen Sparks. Das ist nicht so cool. Aber hier sind Schmetterlinge, die ich brutal abschießen muss. Aber ja, ich muss halt. Das bringt mir halt Leben. Das ist in dem Fall leider wichtiger. So, hier war noch ein Kolibri. Achso, da war auch übrigens noch so. Eieieiei. Einen, den ich retten muss. So, und hier oben wird es dann später noch diese komischen Dinger geben. Also noch eins von diesen komischen Dingern. Die hätte ich auch beinahe übersehen. Oh mein Gott. So. Ja, die Bird-Level, ja, sind ganz in Ordnung. Das sind jetzt nicht meine Favorites, aber meine Favorites von den Nicht-Spyro-Leveln ist, glaube ich, hier Bentley. Das macht, glaube ich, am meisten Bock, finde ich. Ah, ja, 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 scheiße. Bitte Erlaubnis zu jubeln, Sir. Hip, hip, hurra! Habe ich dir die schon erteilt? Nein. Frechheit. Oh, ich kann die auch offenbar so treffen. Lol. Ich dachte, da brauche ich diese speziellen Bomben für. Ich glaube, das war gerade einfach nur Luck. Für manche brauche ich die auf jeden Fall. So, und der ist jetzt nicht perfekt drauf oder was? Deswegen nicht. Was soll das? Das ist unnötig. Das Ding ist doch eindeutig da drauf. Oder muss ich mit dem Kolibri... Nee. Der war ernsthaft nicht drauf. Puh, dann halt nicht. Wurde ich jetzt getroffen? Nee. Achso. Alter. Dieses Geräusch, was Bird gerade gemacht hat, von wem? Das kommt mir irgendwie aus Crash Team Racing bekannt vor, oder? Oder täusche ich mich jetzt komplett? Alter, was ist das? Ich kenne dieses Geräusch. Irgendwo ist Crash, meine ich. Ich kann es mir gerade überhaupt nicht zuordnen, Mann. Scheiße, Mann. Wer macht denn nochmal so ein Geräusch? Penta Pinguin vielleicht? Nee, keine Ahnung, Mann. Ich weiß es gerade echt nicht. Aber das kommt mir so ultra bekannt vor. Naja. Die Musik geht mir auf jeden Fall jetzt schon auf den Sack. Ist das nicht toll? Ich fänd's... Boah, das wäre so richtig geil, wenn es hier diese Mucke aus Season of Flame... Nee, Spiral Adventure war das. Wenn es hier da geben würde. Von Birds Dings hier. Das war so geil. Die klang halt auch so militärisch, aber halt richtig geil. Und die hier klingen einfach nur so... Dann ich so, ja, toll. Wow, das hört sich wie ein 5-Sekunden-Loop an. Ist es nicht, aber fast. Das ist... Ah, oh nee, das ist... Ach Gott. Vor allem, wenn die halt hier irgendwann mal 5 Edelsteine fehlen oder sowas. Oder am besten eine. Das kann auch vorkommen. Das ist dann nicht mehr so cool. Naja, aber in dem Level geht's, glaube ich, noch, ne? Wie gesagt, das andere Level, was ich gerade angesprochen hatte, da muss man ja irgendwie mit Spyro komplett spielen und dann mit Bird am Ende, so, ne? Ach, hier gibt es die Raketen, genau. Aber hier wird mir sicherlich Madame was zu erzählen. Weiter den gerechten Kampf, Sir. Wir haben es fast geschafft. Und ich bin, direkt hinter Ihnen. Mhm, gut. So, muss man nämlich so nehmen und dann einfach fallen lassen. Ja, das macht bei den Dingern halt Sinn, genau. Die kann man ja weiterhin so abknallen, das ist ja kein Akt. Aber für diese Erdmännchen-Dinger da ist das halt wichtig. Und das sollte wahrscheinlich ein Ei geben, schätze ich mal. Mission erfüllt. Gut, dass Sie wieder da sind, Sir. Ja. Okay. Krass. Der Ryan Lee. Ohne Bindestrich, ohne Lücke, alles. Schön. Warum nicht? Ja komm, penn woanders. Ich hab zu tun. So, da oben ist noch so eine Kiste. Die kann ich auch nur mit diesem... was hat das jetzt... Der hat mich jetzt irgendwie komplett verwirrt, weil der seit dem Anfang nicht mehr vorkam, diese Gegnerart. Okay. Dann kümmern wir uns mal um das Erdmännchen da. Kann natürlich auch hier, ne? So, zack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was mache ich da? So. Ach so, ich habe immer 4 Stück und wenn die erst komplett erledigt sind, dann... Okay, gut. Komme ich da so rein? Und da ist eine Scheibe, vor. Okay. Ah, da muss ich da außen rumfliegen wohl. Okay, gut. Kümmern wir uns später mal drum. Ja, wobei, ich muss jetzt schon die Bomben irgendwie loswerden, aber ich will sie sinnvoll verwenden. Oh, fuck, Quadrat, ach stimmt, man kann ja auch, okay, gut. Ich habe gerade irgendwie gedacht, man muss sie mit Kreis loswerfen, aber macht man ja gar nicht. Ist ja Quadrat. Das heißt, ich kann auch währenddessen weiter schießen, das heißt, es ist komplett egal. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hau ab, du komischer Blumenkavalier. So, da oben ist noch ein... Dich habe ich befreit, ne? Ja, gut.
Ich find's ein bisschen verwirrend, dass die leeren Käfige weiter da rumschwingen. Ist zwar logisch, aber es verwirrt mich so ein bisschen. Komm, du auch noch. Und dann haben wir da oben... Hatte ich nicht gerade noch eine Bombe? Oder verfallen die irgendwie? Oder Rakete, besser gesagt. Das sind ja keine Bomben, sondern Raketen. Komm, nimm. Ach, komm, dann töte den halt erst. Ist halt auch so beschissen, dass die einfach immer runterfallen, die Edelsteine, ne? Das ist halt, da muss man halt immer runterfliegen und die erstmal einsammeln und, finde ich auch nicht so cool. War da nicht noch so ein Typi? So ein Quallenfischer? Nee. Ach, da war so ein anderer Kolibri, den ich gerade befreit habe. Ist hier oben noch was? Nö, diese Plattform ist komplett random. Sieht sie zumindest aus. So. Hier sind aber noch Gefäße. Und, guess what, ich darf natürlich wieder das Ganze von unten einsammeln gleich. Was ich gerade runtergeschossen habe, ist das nicht toll? Na, eigentlich nicht. Hier ist ein Leben. Kann man sich mal gönnen. Und weitere Blumenkavaliere. Schön. Ein Schmetterling brauche ich gerade offenbar nicht. Das ist gut. Ja, man sollte eigentlich generell erstmal von oben nach unten arbeiten und dann halt unten alles einsammeln. Hätte ich von Anfang an mal machen sollen. Ach, ich lasse die Bomben los, wenn die mich treffen. Ja gut, das macht Sinn. Und natürlich ist genau hier so ein scheiß Erdmännchen. Erdmännchen! Wie viele Haas hat Erdmännchen? Das kommt zwar nicht vor, aber passt gerade. Ja, scheiße. Es ist auch eher ein Maulwurf übrigens, aber scheiß drauf. Ich hab's nicht mit Tieren. Es ist ein Tier, was sich unter die Erde graben kann. Punkt. Kann Erdmännchen wahrscheinlich nicht mal. Keine Ahnung. Es ist mir auch scheißegal. Schreibt's mir nicht in die Kommentare. Es interessiert mich nicht. So. Na, boah, der düftet auch so ein bisschen nach. So ein bisschen wie Crash im originalen Crash 1. Was mich im Trilogie-Stream abgefuckt hat. So, dann werden wir jetzt erstmal dich zerstören. Da ist sicherlich wieder was ganz runtergefallen. So, kaputt. Sehr schön. Ah, uns fehlt, glaube ich, immer noch verdammt viel. Aber bevor ich diesen letzten Bereich da erkunde, will ich auch eigentlich erstmal ganz zurück da in diese Höhle. Und davor diese beiden komischen Räume da, weil da gab es ja auch noch Maulwürfe. Wir sollten aber vielleicht einfach mal mit so einem Kolibri sprechen, weil irgendwer müsste mir noch sagen von wegen, ey, guck mal, solltest du vielleicht mal... Was ist das denn für ein Kackedelstein, ey? Landet in der Lava und ich kann ihn nur ganz knapp erreichen. Und die Musik loopt von vorne. Schön. Ich dachte, ich habe ein paar Minuten Ruhe. Ah. Tja, ja. So, hier sind wir soweit fertig. 2009 Edelsteine. Da ist noch einer. Den vergesse ich sonst. So, 2011. Ja, dann fliege ich doch jetzt einfach mal. Kann ich neue so? Ach, egal. Ich werde die jetzt einfach verschwenden. Ich glaube, das ist die früheste Rakete, die man sich holen kann. Sonst muss man muss immer wieder hierhin zurückkommen, wenn man keine mehr hat. Weiter hinten gibt es, glaube ich, keine mehr. Das ist ein bisschen blöd natürlich, aber... Naja, was will man machen? Sehr schön. Richtiger Sniper hier. So, die Edelsteine nehmen wir direkt mit natürlich. Sonst habe ich hier offenbar nichts übersehen. Das ist gut. So, hier gibt es einen oben und einen unten. Den unten hatte ich doch eigentlich schon. So, den habe ich doch vorhin irgendwie ganz komisch getötet. Und ich bin seitdem auch nicht verreckt oder so. Okay, egal. Jawohl, hat gesessen. Sehr schön. Ich denke immer, die geben was, aber die sind nur so Teil der Mission. Also die geben keine Edelsteine. Wäre auch, ja, ich sag mal böse. Weil die halt ein bisschen schwer versteckt sind teilweise. Oder man sich erinnern muss, ah, die waren ja ganz am Anfang. Aber dennoch. So, ich hoffe, ich treffe den jetzt First Try. Ich glaube, hier ist nämlich auch nur der eine. Oh Gott, falsche Taste. Nicht so clever. Jawolligen. Und ich kann auch direkt nochmal Energie mitnehmen. Und da ist schon der Gönnerpunkt. Sehr schön, das waren schon alle. Und es war doch ein Gönnerpunkt. Ich dachte, das wäre für ein Ei gut. Ach, aber hier, naja, aber hier ist noch die Kiste. Ja, ich wollte gerade fragen, haben die Bomben nicht eigentlich, die Raketen eigentlich auch noch einen anderen Sinn? Natürlich, ja gut, für die Kisten halt, ne?
Und halt, wenn man die Gegner ganz billig töten will, aber sonst sind die, glaube ich, nur für diese Dinger wirklich gut. Aber gut, dann war das ein Stilpunkt, sehr schön. Ich habe jetzt halt mit dem Ei gerechnet, aber dann kriegen wir das Ei noch da drinnen, da, wo wir gleich noch hin müssen, so. Ich fliege jetzt erstmal ganz zurück zum Anfang und gucke mal, ob da noch irgendwas außer der Kiste ist, was wir da zerstören können mit den Raketen. Ich glaube aber nicht. Nee. Aber sehr schön, sehr schön. Also das ging ja flott, also. Hatte schon deutlich größere Probleme. Gut, ich gebe aber auch zu, ich glaube, damals habe ich das einfach mit dem Dreieck unterschätzt. Da habe ich gesagt, na, scheiß da drauf, da kriege ich so hin. War nicht so, oh, da gibt es noch eine geheime Höhle. Lol, wusste ich auch nicht mehr. Oder, darf ich? Ich guck lieber mal, ob ich da runter darf, aber ich gehe mal davon aus, ja. Gibt's hier vielleicht noch ein geheimes Ei oder so ein Scheiß? Daran kann ich mich auch überhaupt nicht mehr erinnern, dass es hier eine Höhle gab. Aber jetzt, wo ich das so sehe, noch macht Sinn, ne? Ja, dann müssen wir halt nochmal ganz zum Ende. Weil wir da ja noch nicht alles geholt haben, was ich vielleicht doch hätte machen sollen. Weil ich jetzt halt wirklich am anderen... Ach, so komme ich hier überhaupt erst rein! Ich dachte, dieser komische Lava-Weg da, der würde mir da... Okay, gut. Ja, wenn das so ist, auch okay. Auch okay. Dann befreien wir dich mal, Kolibri Nummer 4. Und da hinten ist dann halt Nummer 5. Okay, gut. Ja, schön. Dann läuft das ja alles reibungslos. Wir werden zwar auch wieder schon einen ganzen Part jetzt damit füllen, aber... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwo hier krasse Probleme hatte bei dem Level. Das finde ich gut. Aber noch haben wir auch noch nicht alle Edelsteine. Deswegen sollte ich vorsichtig mit meiner Aussage sein. Da geht's zurück, ne? Na, da geht's zurück. Gut. Ja, nächstes Ziel wäre dann halt die Tiki-Lodge zu machen, ne? Also zum Schmelzkrater gehen und dann da die Tiki-Lodge mit Bird machen. Auch da gibt's einen Stilpunkt. Keiner Punkt. Und dann... Sollte eigentlich auch das Sparks-Level verfügbar sein, aber gucken wir dann mal. Denn dann könnten wir Bad Sonnenaufgang schon komplettieren. Und danach geht's dann hier weiter mit ich weiß nicht welchem Level. Das gucken wir uns dann an. Entscheiden wir dann spontan. Wobei, ich hätte mir eigentlich schon gesagt, hier diese Wolkentürme oder was das waren, ne? Wollte ich machen. Die Wolkentürme waren, glaube ich, im ersten und jetzt gibt's irgendwie Zaubertürme. Und das waren ja, glaube ich, das war, glaube ich, die Kacke mit den Hexen. Da bin ich mir aber halt nicht hundertprozentig sicher. Da bin ich dann, gespannt, ob es das ist, aber es muss auf jeden Fall in diesem Spiel vorkommen und deswegen kann ich mich sowieso nicht ewig dafür drücken, leider, auch wenn ich es gerne würde. Weil es ist einfach nur Kacke as fuck. Oh mein Gott, wie bin ich denn da durchgekommen? Und da ist der letzte Kolibri und hoffentlich die letzten Edelsteine. Das wäre super. Bevor ich gefangen genommen wurde, konnte ich dem Feind dieses Ei abnehmen, Sir. Der Truppenführer hatte dieses Ei entführt, die war ja fast genauso schlimm. Dieses Ei abnehmen, Sir! Ah. Gut, ja komm Roy, ist super, komm. Schön, dass du dich freust. So, die letzten? Nein? Nein, warum nicht? Doch, die letzten, es waren die letzten, oh mein Gott. Damit haben wir Birds Stützpunkt komplett Level geschafft, wir haben den Stilpunkt, wuhu, das ist schön. Cool. Ach, das ist wunderbar, dass das so reibungslos geklappt hat jetzt, weil das ist, oh, das kann richtig abfacken. Aber das war ja nicht der letzte Auftritt von unserem Bird, deswegen, ja. Nicht zu früh freuen. Oder waren die Zaubertürme vielleicht dann doch das, was ich gerade meinte mit Bird? Ja, ich lass mich überraschen. Ich lass mich überraschen. Ich kann auf jeden Fall schon mal zurück nach Bad Sonnenaufgang gehen und guck jetzt mal. Nee, das mit dem Sparks-Level gucken wir dann, wenn wir Bird benutzt haben bei der Tiki Lodge. Was ist da hinten eigentlich? Ach so, das ist für die nächsten. Ja, okay, gut. Baskarburg verließ. Das ist auch so ein toller Rechtschreibfehler. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Tiki Lodge, weil das ist eine ganz coole Sache. Und wie gesagt, an das Sparks Level kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, Männer auf Bock gehabt. Bis dahin. Tschüss.